Hi guys, welcome back to my channel. So, kain tayo guys dahil nagluto ako. Meron ako ditong ayan. Meron akong shrimp. And naluwag ko siya ng mga gulay, broccoli, mayroong mushroom, pak choy. Yan. And may paprika. And syempre, yung ating pampalasa. So, kain na. At mayroon ako dito chicken. Pero hindi natin makain lahat kung sobrang dami. So, kain na tayo. And kamay. Kanin ko. Minsan na ako kumain ng kanin guys. Hindi talaga ako araw-araw nagsasain. Kasi kung ano lang meron ditong pagkain. Kasi pag nagsasain ako, malimit kasi ako mapapanisan kasi ako lang yung mag-isang nakain ng sinain ko. Kaya minsan pag nagsasain ako, isang baso lang. Sa isang linggo, dalawang beses akong nakain ng kanin. Hindi talaga kaya pag walang kanin. Puro tinapay, patatas, ako hindi kaya. Mushroom. Direkt rein. Man hätte es den Abfahrern hier leichter machen können. Oh.
Siga, they are doing Canada. Wettkampfformen ist nicht hier der Spannungsbogen, sondern der leichte Vorteil der Speed-Spezialisten, der Fahrer und Supercheater. I pick up plates, huh? I give you. Darling, I'm not hungry. Der hat zwei Tage schwerste Abfahrt für die Beine, weil der für den Super-Gier das ist nach wie vor ein Bild. Ich bin ein junger Gott. Da ist mein Josef, das war. Wie viele Trainingstage waren es denn, Slalom? Ich habe einen Tag bis September. Sonst recht, wenn wir alle fallen, bin ich von der Suppe und Abfahrt dann schon ein halbes Programm. Das sieht man auch und wir können gerne mal reinschauen. Wenn du magst, können wir ein bisschen analysieren, was du gut gemacht hast. Der Slalom-Trainer, wie gesagt, hier speziell in dem Mittelteil, da hast du Zeit gut gemacht, auch auf Leute da. Und da hast du dich so schnell bewegt. Und dann hinten auch, guys, maraming salamat. Ja, ein bisschen hinten gesessen, weil du natürlich so ein Abfall bist.